teures Buntmetall. Kupfer ist ein Weg, nur ein Wille zur Sanierung, da ein Weg. Wir wohnten im Lichte, doch jetzt sind wir zunichte. Nicht mehr lange wohnen wir im Penthouse, nicht mehr lange wohnen wir im Anwesen, wo unser Wesen sieht doch noch ein wenig aus, da, bevor es fort muss. Wir beugen uns über Verträge, wir beugen uns über dieses Abwasserkanalnetz, das wir für 99 Jahre an diesen Investor, der hier auf der gepunkteten Linie unterschrieben hat, vermietet haben, der uns nicht mehr kennt. Na, das, der Abwasserkanal, in dem er rudert, gehört uns nicht mehr. Bitte gerne, er gehört uns zwar, aber den Nutzen haben andere. Das ist so ausgemacht worden. Den Nutzen unserer Scheiße haben die anderen. Wir haben einen Nutzen und die anderen haben auch einen Nutzen. Jeder seinen eigenen Nutzen. Das ist die Wirtschaft selbst. Benutzen kann. Unabhängigkeit ist
wollen.
man alle Anträge ausgespuckt und ausgekoppelt haben, dann soll trotzdem irgendwie kaufen. Dafür schaffen wir hier erstmal ein bisschen Ruhe. Spüren Sie das auch? Ja? Oh. Mit so Aufhänger dran. Ja, das ist gut. Schau. Wo die Eltern hier eigentlich passiert haben, meine Eltern nicht genau. Also, und zwar, wir haben gesagt, wir machen eine kleine, wir machen einen Zaubertrick. Den wollten wir Ihnen vorführen, weil wir saßen neulich in der Kantine zusammen, wir beide, und dann hat Daniel so einen Zaubertrick vorgemacht. Oder wir fanden, dass der total gut jetzt hier reinpasst. Der Magic Circle steht nicht richtig. Ja. Spüren Sie das? Auch diese Energie? Diese besondere Energie auf der Bühne? Muss genau jetzt losgehen. Muss die Energie halten. Deswegen kommt das jetzt. Nicht? Genau. Ja. Ja, das ist auch schön, wenn Sie jetzt alle wieder reinkommen. Dann die Türen zumachen, ruhig. Brauchen wir jetzt ein bisschen Konzentration. Hier kommen Sie ruhig rein. Sehr schön. Das ganze schöne Geld. So. Hier, ich muss mich mal warm machen. Ja, alle reinkommen. Das ist gut. Und die richtige Energie. Also ich spüre es auch schon, das wird gut, ja. Ich werde. Fangen wir mal klein an. Hier, so, hier sind 100 Euro Theatergeld. Ja, das ist nur Theatergeld. Das ist kein echter 100 Euro Stück. Das war jetzt noch nicht der. Ich, das heißt, ich zerreiße dieses. Es ist alles sehr unruhig hier. Konzentrier dich doch mal. Bitte? Konzentrier dich. Ja, wir sind ja dabei. Mach nur einen Moment abwarten. Ich muss auch manchmal einen kleinen Moment abwarten, bis wir. Gerade. Bei Geld ist das so wichtig, dass wir alle daran glauben. So, jetzt erstmal ganz kurz zum Warmwerden. Ich zerreiß dieses Geld, ja? Ja, das ist gut. Sie sehen, ich habe es wirklich durchgerissen. Ich habe auch nichts zwischen meinen Fingern. Nein, nichts. So, ich falte das Geld an, ich tue es in die linke Tasche. Das sieht man da schon, dass es links ist. So, ich konzentriere mich. Der Magic Circle gibt mir Kraft. Du hast das richtig gespürt, Sebastian? Ja. Ja, warte kurz, nicht rausgehen. Guck mal, ob da was in der Tasche ist. Recht. Nicht rausholen. Was ist da? Da ist ein Schein. Lass Hand wieder raus. Hand drin lassen. Und dann werde ich rausnehmen. So, jetzt gut, ich kann hinzaubern, das kann jeder. Der Magic Circle gibt mir Kraft. Warte. Ja, hat geklappt. So, hier ist er wieder. Das sieht man ja schon, das ist der Richtige, sieht man da, dass er auch zerrissen ist. So, jetzt, mach keinen Quatsch. Ja? Ich zerreiß diesen Schein noch mehr. Jetzt geht's los, warte mal, jetzt bin ich warm. Jetzt lass mich mal warm. So, jetzt reiß ich das durch. Es ist nochmal durchgerissen, ich habe nichts zwischen den Fingern, ich betrüge mich, ja? Hier schon, oder? Und ich hole mir die Kraft des Geldes und. Oh Mann! Und jetzt sind bei dir nicht 100, nicht
150, 200 Euro in der Tasche. Theatergeld. Ja? 200 Euro. Wenn wir in der Tasche getroffen. Jetzt darf ich rausholen. Du darfst rausholen. Wie viel sind es? Das ist doch 200 Euro. So. Hey, 200 Euro, das, aber das andere waren ja nur 100. Ja. Du hast es verdoppelt, das Ding. Das ist tierisch. Das hat gut geklappt, das ist die Leute noch aus dem Häuschen. Also, weil das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das, wenn man das verdoppelt, ist das der Hammer, oder? Weil da hat man ja voll was gewonnen. Bitte? Das wäre doch dauernd schon gemacht. Nee, bis jetzt haben wir Geld immer nur halbiert. Er hat mir das deutlich gezeigt, dass man das hin und her, aber dass man das verdoppelt. Würdest du das denn ausprobieren, jetzt jemand wissen will? Mit echtem Geld? Ja, da kann. Ja. Also, ich würde da 100 Euro von Ihnen ausgeben. Okay. Okay. Okay, wir versuchen das mal gleich. Wo ist meine Jacke? Scheiße, das ist jetzt. Ah, geht's noch? Wir sind da. Nee, die ganze Probe hat das abgehauen. Kann mir mal jemand ganz kurz 100 Euro geben? Ja, es tut mir nur leid. Meine Jacke ist jetzt oben. Das ist hier die ganze Probe. Ganz kurz. Die ist im fünften Stock. Und wenn ich da jetzt rauflaufe, dann kommen wir hinten bis 10 nicht fertig. Nur kurz. Aber ich habe jetzt das Lachen habe ich jetzt nicht verstanden. Genau, ich meine, Hamburg ist ja jetzt eine Stadt, da geht es nicht so schlecht, also unter den Bürgern jedenfalls nicht, vielleicht der Stadt, aber okay. Also, da müssen doch jetzt also, einige... Das ist ein echtes Angebot. 100, da kann man doch mal kurz... Ich mache Ihnen ein Angebot, okay? Also, wir teilen uns den Gewinn. Also, Sie haben kurz 100 Euro und wenn er das verdoppelt, dann... Nee, das wäre ja blöd, die haben ja schon 100 gegeben. Ich gebe Ihnen 150 Euro zurück und ich behalte 50. Weil ich hatte mir ja die 100 von Ihnen geliehen, ne? Verstehen Sie die Rechnung? Und dann haben Sie 50 Euro Gewinn gemacht. Da können Sie jetzt Ihre Freundin oder so zum Beispiel... ein Getränk im Foyer kaufen. Oder Ihren... Genau. Bitte? Schade. Ich bin schon gierig, aber verunsichert, ob das nochmal klappt. Das klappt bestimmt. Verunsichert? Ja, ein bisschen. Ist überhaupt kein Ding. Also ich meine mal kurz 100 Euro leihen und dann 150 Euro wieder zurückbekommen. Gerade hier vorne wurde ja sicherlich, da saß ja das Portemonnaie beim Kartenkauf auch schon locker. Sie können auch zum Beispiel da oben eine Community gründen und zusammenlegen. Und uns dann... Also ich verstehe es nicht. Sie können auch 50 Euro geben, dann machen wir 100 draus. Moment. Was ist jetzt los? Wenn die Leute das sehen, was jetzt passiert, ja. Du hast sofort 100 Euro. Ja, aha. Okay. Da-da-da-da-da-da-da-da. Okay, also 50 Euro, ja, das mache ich jetzt. Doch, 50 Euro, dann mache ich mit. Da wäre ich ja doof. So. Ja, kommt das Geld von Occupy. Wie, was? Occupy? 5! Na, nicht so gierig, nicht so schnell. Occupy leg zusammen, ich lege nochmal 10 drauf. Aber cool. Da seht ihr mal, warum die Occupy seid, weil man... Also wir brauchen jetzt mal ein bisschen Geld für die Bewegung. 60 Euro gibt's nicht. Also, dann drückt halt einen neuen Schein. Komm, 120 kriegt er auch hin. 120, ja, aber da könnt ihr nichts für kaufen, Leute. Ja. 120, ja, das ist.
Nee, Entschuldigung, also, okay. Eins von beiden. Der ist echt. Ja. Der andere auch. Ja, bitte sehr, wir müssen das, ich mach das nur, wenn es Sinn macht. Ja, es gibt keinen 120-Euro-Schein, das geht schief sonst. Ja, wir machen das jetzt. Faule Ausrede. Okay. Gut, aber okay. Konzentration. So. Also jetzt, mal schnell. Wir wollen das Geld haben. Okay, ich falte diesen Schein, ich zerre. Ich glaube, bei echtem Geld darf man das nicht zerreißen. Nee, nee, nee. Das muss man verbrennen. Ne? Also ich sage mal ehrlich wert am längsten, ich habe das noch nie gemacht mit echtem Geld. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Moment mal, Sie verstehen das nicht. Wir müssen alle zusammen daran glauben. Ja? Genau. Das ist gerade bei Geld und Anlagen ist das so wichtig, dass wir alle hier eine gute Energie gemeinsam entwickeln zur Vermehrung. Ja? Nein, jetzt mal ernsthaft. Wenn das jetzt mal ernst gemeint wäre, dann hätten wir eine Chance. So. Ernst gemeint, komm, hier ist erstmal der 20er von eben, versprochen. Musst du dir holen hier vom Bühnenrand. Ja, 20er, verstehst du? Da haben wir doch schon drüber geredet, es gibt doch keinen 40-Euro-Schein. Nee, muss ich auch nicht haben, ich will gar nichts wieder haben, mein Freund. Wir wollten ja gerne was zurückgeben. Spenden nehmen wir auch. Ich will aber nachher eine Gutschrift haben oder sowas. Steuerbescheinigung. Ja, machen wir anders. Sowieso. Steck mal ein, das Geld. Jetzt ist wieder die Energie total zerflogen hier. Jetzt müssen wir uns mal konzentrieren. Ja? Der hat hier. Daniel, mir fällt was ein. Entschuldigung. Ja, tut mir leid, du hast gerade gesagt, wir müssen das Geld verbrennen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier auf der Bühne Feuer machen dürfen. Na, ja. So ein Glück! Nee, komm, dann so. Gib den Leuten das Geld. Wenn du schon so Mann, das Geld. Wir fragen jetzt, ob das hier. Gibt es hier einen Feuerwehr? Können wir ausnahmsweise für einen Zaubertrick. Gibt es hier eine Feuerwehr? Also, erstmal gibt es schon mal ein Feuerzeug. Das ist schon. Können wir ausnahmsweise. Das wird nicht verdoppelt. Ja? Okay, die Feuerwehr sagt ja, ja, aber nur, wenn wir einen Wassereimer haben. Nee, da steht ja zufällig ein Wassereimer, das gibt's ja gar nicht. Der EFS? Das ist eigentlich immer so. Zauberei. Zur Sicherheit. Ist das der EFS? Mit Wasser gefüllt. Und jetzt können wir voranschreiten. Aber nicht so hinter dem Dings, ne? Das ist ja nee, hinter dem eisernen Vorhang. Aber nicht hinter dem Wolf. Das sieht ja keiner. Nee. Okay. So, jetzt. Also ruhig jetzt. Also ich spüre, wir haben eine gute gemeinsame Energie. Ich glaube auch, das ist gut. Das ist kein Theaterfeuer, ne? Sind Sie richtig? Echt? Erst, dass alle bösen Menschen den Raum verlassen, dann klappt es her. Wollen Sie dem Herrn Angst machen? So, Konzentration. Nicht machen! Moment, Ruhe! Wir müssen alle zusammen glauben, es brennt sehr schön. Die Flamme hat eine gute Farbe. Jetzt sind etwa noch 25 übrig. Ja. Sehr schön, sehr ist gut. Oh. Schön. Oh. Oh, oh, oh. Ja. Das war noch nicht ganz der Trick. Das war noch nicht. Also. Ah, der Magic Circle gibt mir Kraft. Ja. Jetzt kommt es drauf an. Ist wichtig, mit welchem Bein man startet. Da! Ja. So, da ist es.
Jetzt sind 100 Euro in deinem Portemonnaie. Im Portemonnaie? Ja. Yeah. Guck mal nach. Guck rein, ich halt fest. In deinem Portemonnaie? Das habe ich nicht dabei. Okay, gut, Moment. Dann ist es, warte. Das kann dann kann es sein. Ja gut, das hört sich echt schwer an. Aber das kann sein, dass ich, weil ich in der Bewegung da durchgezogen bin, das kann sein, dass ich der Schein natürlich dann da was ausgesucht habe. Das kann sein, dass ich irgendwo hier verloren habe. Wenn Sie da mal kurz reingucken, nach dem 100-Euro-Schein, im Portemonnaie. Hier, von der Lidl etwa hier, dass Sie vielleicht mal gucken in Ihrem Portemonnaie. Das ist ja jetzt nicht Ihr Geld, das gehört jetzt nicht. Dass Sie das dann bitte zurückgeben, ja? Also bei 50 Euro davon gehören auch mir, wollte noch mal sagen. Das hatten wir vorhin verabredet. Dass Sie ganz dezibel, Herrschaft, dass Sie ganz kurz in Ihr Portemonnaie gucken, weil ich denke, dass das hier in der Linie ist. Entschuldigung, wollen Sie da jetzt den Raum verlassen? Moment. Können wir mal bitte die Türen zumachen? Also ich glaube, nee, ja. Bitte bleiben Sie mal alle hier. Das ist nicht in Ordnung, wenn das jetzt nicht zurückgeht. Moment. Der Herr hat jetzt 50 Euro, das ist so typisch. Und irgendeiner von Ihnen hat jetzt das Geld des Herrn hier. Ja? Das müssen wir nehmen. Ich meine, das jetzt, müssen wir jetzt erstmal klären. Dann holen wir jetzt die Polizei, wenn Sie das nicht anders wollen. Das ist auch ich typisch. Fände das so typisch, dass Sie jetzt. Das ist ja jetzt nicht Ihr Geld. Weil wir schon so oft geprüft worden sind. Ja, aber nichts. Was wurde gefunden? Nein, lass mich mal ausreden. Ja, nichts wurde gefunden. Nichts ist herausgekommen. Nein. Weil es schon längst reingekommen ist zu uns. Genau. Frank zu uns. Nichts wurde gefunden. Genau. Von den nichtswürdigen des Staates. Genau. Die selber nicht mehr sind geboren und dauert darauf, Fußtrappe zu sein. Ah ja, Amelos. Genau. Das ist Sack und Armer. So, die sollen unter unseren Fußtritten verrecken, die so nichtswürdigen, die es nicht wert sind, uns die Schuhbänder zu lösen, die es nicht wert sind, zu Doppel zu lösen. Nein, der Staat, das ist die helfende Hand unter unseren Sohn. Mit der Kontrappe des Kaufmanns taucht Jelinek ein in die Welt der entfesselten Finanzströme. Ja. Ausgehend vom österreichischen Wirtschaftsskandal der vergangenen Jahre führt die unabhängige Aufklärerin Jelinek die Spekulationswut der Banker und Manager vor. Wie stets ist die Wirklichkeit aber nur Startrampe zum kunstvollen Spiel der maßlosen Übertreibung und oft komödiantischen Verzerrung. Servus, bis nächste Woche. Genau, die Nation hat die Kompetenzen.
Der Staat hat die Kompetenz in einer Nation. Ja, solange er nicht verstaatlicht wird. Das wäre nämlich ganz schlecht. Ja, ne, nicht für uns. Nein, nicht für uns. Nee, für uns wäre gar nichts schlecht. Uns hätte man nichts. Doch, genau. Wir haben sie ihnen nicht übertragen, diese Kompetenzen. Wir haben ja keine. Wie hätten wir sie dem Staat übertragen können? Los, komm her zu mir. Jetzt haben wir aufgeregt. Pat, komm her. Frank. Knädchen. Frank. Ja, Frank. Ja. Oh nein. Komm mal her. Der hat sie trotzdem, der Staat. Und er hat die Kompetenzen. Solange er nicht selbstverständlich ist. Wenn jeder in der Zeit des Krieges rausschafft, dass deren Lust an Verschieben nicht vorhandener Werte sich immer wieder von Neuem anstachelt, nicht zuletzt an der Gier der kleinen Leger nach unablässig wachsender Rendite. Unschuldig ist hier niemand, gerade das immer der Verantwortliche, wenn man selber das Opfer gewesen sein soll, verrät die eigene Verstrickung. We'll be right back.
Möglichkeit, gezielt mal einzukaufen. Ich gebe mir mal ein schönes Beispiel. Rama aufs Brot ist scheiße. Denn Rama, beziehungsweise Nebensack und Unilever, arbeitet zusammen mit einem Unternehmen, welches in Indonesien Palmenplantagen anbaut. Und jene Menschen, die dort leben, indigene Völker, werden mit Gewalt vertrieben. Und diese Vertreibung ist sogar legal. Sie werden inhaftiert, getötet und sind Repressalien ausgesetzt. Sie haben die Chance, eine Entscheidung zu treffen. Und dann treffen Sie auch bitte. Und hören Sie auf, irgendwelche Verantwortung an Leute abzuschieben, die angeblich oben stehen. Ja, wenn wir nicht alle oben stehen, steht niemand mehr oben. Die sind doch alles unten. Und diese Leute, beziehungsweise nur die Leber, baut dann schön Palmenplantagen an, damit sie ihre Rahmen aufs Brot bekommen. Können Sie das mal verantworten? Ich denke nicht. Dankeschön. Und darum plädiert ihr. Eigentlich, die Ursache treffender Therapie wird immer billiger sein als eine falsche. Macht euch richtige Therapie. Denkt mit eurem Herz. Steht noch ein Geldschrank. Mich gibt es
Zeuge, wir wurden eben alle Zeuge, dass die Banken 50 Euro von mir verbrannt haben. 50 Euro von mir verbrannt haben. Obwohl sie mir das Versprechen gegeben haben, das Geld zu verdoppeln. Ich habe hiermit ein letztes Angebot an die Banken, mich nicht auf die Seite der Occupy-Bewegung zu schlagen, wenn Sie mir jetzt meine 100 Euro, die Sie mir versprochen haben, wiedergeben. Danke. Danke. Ich will zwar nicht die Bank, aber ich empfehle dir, zu warten. Und ich hab schon ziemlich lang gewartet. Dann entführ dich. Komm zurück, du Kai. Hallo, wo sind denn die Bank? Ah, da kommt sie ja. Das ist doch klar, das versteht sich von selbst.
der Kaufhof, nicht wahr? Der 1000 neue Knaller verkaufen. Und zwar jeder Team, die noch gar nicht da sind. Aber die Kompetenz dafür haben sie nur über uns gekauft. Als wir als Start haben von uns die Kompetenz bekommen, ohne zu kommen gegen den Tieren. Genau so was sie von den Tieren kennen. Da ist die Folie, nein, du kontrollieren. Genau das wollte ich sagen. Du kontrollieren. Das letzte Held hat keine Taschen. Wir müssen uns empören. Ich bin Stefan Hessel. Ich lese jetzt von Elfriede Jelinek einen schönen Text und wünsche Ihnen eine schöne Periode mit viel zu machen, um sich richtig zu empören. So, nur als Bank sind Sie nun flott gemacht. Das ist flott gemacht worden. Sie sind ab sofort saniert. Sie haben das Geld von uns bekommen, von uns, die wir sind. Respekt, das ging schnell. Was der Himmel brütet und was die Erde trägt, mit innerem Licht durchdringst du es, du Staat, du Retter. Du Retter, du, wir, unsere eigenen Retter, doch können uns und euch und nichts mehr retten. Wir verlassen uns, wenn Rettung kommen soll, auf den Staat, der uns verlässt, denn wir sind keine Banken, auf uns setzt keiner, auf uns setzt sich keiner. Unsehend sehend der Staat, der die Bank sagt ihm ja, was zu retten ist, und er rettet die Bank. Uns rettet er nicht, wir sind er. Doch uns rettet er nicht, die gute Staat, wir retten uns nicht. Wohin sollten wir uns auch retten? Überall sonst wohnen schon Menschen. Kein Platz für uns Arme. Höchstens der Rettungswagen fährt mit uns. Alle anderen fahren über uns drüber. Niemand rettet uns. Dieser Wagen nimmt uns auch nicht mit. Wir wissen es noch nicht, aber wir sind unsere Mörder. Wie der selbstgeblendete König ein Mörder war und es nicht wusste, so sind wir selbstgeblendet, unsere eigenen Mörder. Unsere Schuld wird auf dem Bildschirm eingeblendet. Sie ist hoch, sie ist zu hoch. Wir waren geblendet, geblendet von uns selbst. Deshalb die Schuld so hoch, geblendet von uns und dem, was uns möglich war, jetzt nicht mehr möglich. Jetzt sehen wir unsere Schuld, unsere Schuld, unsere übergroße Schuld. Zu dir, oh Herr, zu uns Herren, die auf einmal Schuldner geworden sind, mit einem Mal unversehens, und damals waren wir noch nicht blind, zu uns komme dein Reich, aber nein, es kommt nicht. Unser Heim, unser Schloss, unser kleines Reich, weg, weg, weg. Aus Paris, Stefan Hessel. Exklusiv für... auszugeben, weil
verdient, uns zu geben, was er verdient, Eigentum zu besitzen, den Staat als Diener zu haben. Jawohl, als Diener. Sie haben richtig gehört, denn der Staat, der unser Diener ist, wird Ihnen kein Almosen geben, wenn Sie eins brauchen. Wie käme er denn dazu? Er ist doch unser Angestellter und wir dienen Ihnen. Wir geben allerdings auch nichts. Zum Almosen geben sind wir nicht da. Die gibt der Staat, denn der Staat ist unser Diener. Wir sind die Verdiener. Da stimmt was nicht. Egal. Der Staat ist auch irgendwie wichtig. Der Staat, das ist die helfende Hand unter unseren Sohlen. Hauptsache, es wird nicht verstaatlicht. Hauptsache, der Staat wird sich auch noch verstaatlicht. Dann sind wir schon zufrieden. Dann haben wir das Ärgste abgewendet. Der Staat sollte erst verstaatlicht werden, wenn er krank ist. Man kann einen Staat erst verstaatlichen, wenn er komplett bankrott ist. Bankrott, die lieber als Zeit werden oder gar schon sind, da haben Sie sich aber beeilt. Jetzt sind auch Sie Staat. Waren Sie ja nicht etwas voreilig, als Sie diesen Weg wählten, den Weg nichts mehr zu haben, nichts mehr übrig zu haben. Wir sind ja froh, dass wir Ihnen diese ganze Finale verkaufen konnten, dass wir überhaupt etwas zu verkaufen hatten. Andere hätten ihr letztes Hemd verkauft, um unsere Zertifikate zu erwerben. Zertifikate, denn ihre ganze Existenz gelangt auch nur an ihre Schöpfer, die ihr deswegen zu angehen. So haben sich das wohl vorgestellt. Zertifikate, denen dieses Kleid aus falschen und unter das verborgenen Haken ziehen, untergestrichen war. Egal, das Geld dahin hat man getauscht. Aber auch uns können sie alles anvertrauen. Wir erhalten sie, wir lenken sie. Der Staat denkt, wir aber lenken. Was ist das etwa medialer Druck, der da kommt, der da zu unserer Anlegerparty in unsere Anlegerwohnung kommt? Seid doch Spieler, Druck gegen Weg, wenn sie uns geht, diese Zuckerkolonne, drum mehr Dreck, als wir andere Papiere drücken können. Dort brauchen sie ihr Geld nicht mehr.
Lasst auch Rudi bei uns. Dort haben sie Natur pur, wie unsere braven, vollzahmen Marmeladen. Die heißen wir hier und wir auch waren, denn wir heißen jetzt Herkules. Die Menschen treiben die Wirtschaft an, nicht die Wirtschaft, die Menschen. Wie gut, dass wir keine sind. Wir sind keine Menschen. Das ist gut so. Aber man sieht nicht, warum. Was wollten wir sagen? Geben Sie uns doch Ihre Erbschaft. Wir haben unsere, Sie haben Ihre eigene. Wir sorgen schon dafür, dass Ihre Erben nicht das Erben werden. Dafür garantieren wir mit unserem Namen. Das ist unser Gratis-Service. Exklusiv für Sie. Alle Extras exklusiv. Der Gewinn ist unser Gott. Er kann dann selber verheißen, was er will. Auch gar nichts, wenn er will. Oh, wie. Was macht die Bank jetzt? Was hat die Bank jetzt davon? Oh, wie. Sie ist mit ihren blauen Augen davongekommen. Das ist mehr als wir sind. Oh, weh. Sie sehen die Weichen zum Reichtum gestellt waren, aber vor ihren Augen die Nebel nicht weichen. Vor unseren Firmen sie nicht zurückweichen. Die allesamt nach uns heißen, aber nichts heißen. Oh, weh. Und wir nicht sind und jetzt auch nicht mehr nach uns heißen. Dafür wir aber sind, nicht mehr nach ihnen heißen und auch sie nicht mehr sind, aber immer noch sind. Oh, weh! Sie sind, wer sie sind. Sie wollen sein, wer sie nicht sind. Wie können wir je irgendetwas sein, das nichts heißt? Oh, weh! Das wäre unmöglich. Vielleicht nehmen wir noch einen Überblick. Aber ich glaube nicht, zu viel Überblick würde nur schaden. Sie würden sich in diesem Anblick nicht mehr auskennen. Verlassen Sie sich ganz auf unseren Überblick. Wir haben ihn. Er heißt wie wir, aber er ist nicht wir. Er heißt uns anders, ist aber wir. Doch er ist nicht für Sie. Dieser Überblick wird sie doch übersehen. Jeder Blick wird sie übersehen. Sie und die meisten anderen. Oh, weh. Keine Ahnung, wofür wir einen Überblick brauchen würden. Wir brauchen ihn auch gar nicht, denn wir haben ihn schon. Wir sind schon übersehen worden. Oh, weh. Und einen Überblick brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, ich fürchte, das werden wir mit ganz anderen Worten noch einmal ganz anders sagen müssen. Man sieht, es gebricht uns nicht an Stoff zu reden, sind wir ungeübt mit Worten auf. Möglich ist, gehört der Ertrag der Arbeit unverkürzt nach gleichem Rechte allen Gesellschaftsgliedern. Und das ist doch alles nicht wahr! Ist alles nicht wahr! Wo ist der Engel der Zufriedenheit, der das wieder richtig stellt? Ich? Ich bin doch nur der Engel der Gerechtigkeit. Ich muss ja nicht zufrieden sein. Ich kann nur richtig stellen. Arbeit ist nicht die Quelle alles Dings da, alles Reichtums. Die Natur ist ebenso sehr die Quelle der Gebrauchswerte, der Grauwerte, der... Woraus sollte denn der sachliche Reichtum bestehen, wenn nicht aus den Gebrauchswerten? Was wollte ich sagen? Ah, gebrauchen Sie bitte auch Ihr Hirn, denn ich weiß jetzt nicht weiter. Ich habe meins verlegt. Das ist unbeweglicher als ein wandernder Fels. Echt?
Während der Engel spricht, kommt ein wandernder Stein auf die Bühne und trippelt wie aus einem schlechten Kindertheaterstück herausgerollt im Kreis herum. Der Engel lässt sich nicht irritieren. Nach einiger Zeit drängt der Stein, immer aggressiver werdend, den Engel beiseite und spricht für ihn weiter. Vor ihm können ab und zu nett Prärieläufer über die Bühne rollen. Im Death Valley wandern echte 100 Kilo schwere Felsbrocken umher. Ehrenwort! Manche bewegen sich sogar bergauf. Warum und wie, weiß niemand. Denn auf den ersten Blick herrscht immer Stillstand. Und so geht es unserem Geld. Mein Hirn ist nicht davongewandert. Mein Hirn ist auch nicht hin. Blödsinn, mein Hirn ist weg. In ihm herrscht eine merkwürdige Dynamik. Aber man sieht sie nicht. Es bewegt sich nichts in meinem Kopf. Aber doch wandern die Steine. Es wandern die Steine. Warum soll mein Hirn denn da nicht auch arbeiten gehen? Noch nie hat ein Mensch diese Felsen wandern sehen. Noch nie hat jemand mein Hirn arbeiten sehen. Mein Hirn, mein Herz, also das arbeitet ganz sicher noch. Nein, doch, ich weiß es schon, hunderte Meter lange Schleifspuren weisen darauf hin, dass es arbeitet. Bei ihrem Geld weist nichts darauf hin und doch hat es gearbeitet, in fremden Händen arbeitet es, in ihren aber nicht gut, dass sie es rechtzeitig in fremde Hände gab. Sogar Steine können, wandern sie erst einmal, 7 Kilometer pro Stunde erreichen. Und was hat ihr Geld bei ihnen erreicht? Nichts. Was hat es in der Karibik erreicht? Einen Weltrekord im Kraut. Doch es hat nicht sie gekraut, nicht ihnen ist es in die Haare gefahren. Es hat keine Schleifspuren hinterlassen, die sogar von Stein hinterlassen werden. Im Death Valley nur sieht man nicht, man sieht im Saal des Todes nicht, wie sich die Steine bewegen. Doch das ist ja Steinerweichen. So, ab hier könnte der Stein jetzt selber sprechen, wenn der Engel immer wieder ins Wort fällt und umgekehrt. Erreicht werden sie nicht, von niemandem. Sie wandern nur, sie wandern die Steine. Es ist wahr, sogar Steine noch sind beweglicher als ihr kleines Kapital in ihren Händen, es war. Sie wandern alle diese Steine, sie wandern auf trockenem wie auf feuchtem Untergrund. Jede Theorie versagt an ihnen, nur die Geldtheorie nicht. Nein, die versagt an einem Stein immer. Die ist doch nicht für Steine gemacht. Die ist für das, was sie erarbeitet haben, gemacht. Eine eigene Theorie, eine steinarbeitende. Warum sie jetzt ihr Geld nicht mehr haben? Weil es gewandert ist. Es ist gewandert wie ein Stein. Sie haben es in den Ring geschickt, unser Geld, damit es für sie gewinnt, damit es sich für sie auszahlt, dass wir ihnen unser Geld geschickt haben, zu ihnen geschickt als Lehrling, der als Meister zurückkommen sollte. Und als was kommt es zurück? Es kommt gar nicht zurück. Sogar Reiche können eingehen, sogar Reiche können stürzen, sogar Reiche können verschwinden, sogar Reiche können Reichtümer verlieren. Sie können teilweise verlieren, aber sie haben noch andere Teile. Andere haben nichts, sie haben nichts und sie kriegen nichts. Sogar die Steine können wandern, aber die nichts haben, die kriegen nichts. Da können sie herumrennen, so viel sie wollen. Unser Geld dagegen wurde im Kreis geschickt. Und jetzt ist es wieder bei uns angelangt. Ist es jetzt mehr wert? Nein, 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 nein. Moment bitte. Es ist jetzt nichts mehr wert. Wir sind immer der Nächste in der Schlange. Aber wir kommen nie dran. Ein Geld zahlt das andere. Ein Geld zahlt fürs andere. Geld kann ja freigebig sein und sich selber verausgaben. Es ist, was es ist. Es ist Gott. Es ist nichts als das, was es ist. Es ist der Schöpf. Es ist nichts mehr, das sehen wir ihn sofort an. Wir kennen es ja gut. Dein Geld bezahlt, während es noch im Kreis herumkommt, das andere, das vorangegangene Geld bezahlt das nächste. Nein, das nächste Geld bezahlt das vorige. Das eine Geld wird mit dem anderen Geld bezahlt, das einmal uns gehört hat. Doch wir erkennen es nicht mehr. Nach langem Wandern ist es nichts mehr wir. Es ist zwischen den Käufern und Verkäufern von Aktien verendet. Das eine Geld ist an und für sich selbst. Es steht nur für sich. Aber es stimmt leider nicht. Es ist auch das andere. Das eine Geld ist gleichzeitig das andere, denn das andere hat es ja mit sich selbst gekauft. Es ist Gott. Es ist, was es ist. Es ist jedes kapiert, unser Geld, nachdem es endlos im Kreis geschickt worden ist. Es ist gewandert, das Geld, um überall die ethischen Standards zu sichern.
Versichern, die ihr Unternehmen, welches das Geld auf diese lange, langweilige Reise schickte, angeblich immer ausgezeichnet haben. Reiche können stürzen, Reiche fallen, es trifft sogar Reiche, es trifft sogar Steinreiche und die fallen dann. Da kann das nicht stimmen. Doch, das stimmt schon. Das eine Geld zahlt für das andere, weil es sich immer im Kreis herumgeschickt nichts mehr für sich kaufen kann. Gerecht ist ein sozialer Zustand, der als Ergebnis von Regeln rekonstruiert werden kann, bei deren Anwendung jedes Individuum gleich behandelt wird. Die Unterschiede fangen bei der Konstruktion dieser Regeln an. So kann zum Beispiel eine Kopfsteuer, und mit Kopf und Steuer meine ich, dass jeder dasselbe zahlt, unabhängig von seinem Einkommen. Es ist so als gerecht gerechtfertigt werden wie eine progressive Steuer. Seiner Leistungsfähigkeit beiträgt. Sie haben nicht bedacht, dass die Gerechtigkeit ihren Ursprung, ich sage Ursprung, nicht Mündung, denn die geht ja ganz woanders hin und auch ungefähr gleich mächtig nimmt. Es darf kein deutliches Übergewicht auf der einen oder der anderen Seite geben. Es darf keine deutlich erkennbare Übergewalt geben, sonst würde jeder Kampf ein erfolgloses gegenseitiges Schädigen bedeuten. Jeder stellt den anderen zufrieden, indem jeder bekommt, was er mehr schätzt als der andere. Man gibt jedem, was er haben will, als das tut seine Gier und den Schwächter kriegt das Gewünschte. Trampeln auf hartem Steinesgrund, toben, wissen, dass niemand sich mitleidsvoll auch nur ihrem Grab nähern würde, brüllen, stampfen, wollen sich nicht erkundigen, wollen nur schreien, denn ihre Kehle ist voll, alles andere ist leer. Doch selbst aus dieser Herde noch werden junge Lämmer, unberatene, wie von selber herausgezogen, die Lippen schon wieder gespitzt nach der Mutterbrust, wo sie sich erneut anlegen wollen. Kaum, dass sie entwöhnt, warten auf die Gelegenheit, können kaum es erwarten, wieder zu verlieren, was sie schon längst nicht mehr hatten, die Brust ihnen für immer entzogen, wie der Muttermund. Aber vielleicht kommt man ja doch wieder rein. Jederzeit wieder nach der Geldbrust ihrer Quelle schnappen würden sie, bloß um wieder diesmal ganz neu zu veranlagen und aufs Neue zu verlieren. Oh, wenn diese Mutter sie nur annähme,
wenn sie es nur um sich wieder lustig herumhüpfen ließe. Das liebe kleine Böcklein, aus der Bank jedoch nichts mehr ziehen können sie. Eben sehen wir vor dem Hause sie, wo wir sie sicher glaubten, die gut haben, die wir nicht mehr haben, nicht gut. Sie kommen jetzt heraus, Geiseln von Größeren. Sie kommen mit erhobenen Armen heraus, sie ergeben sich. Aber wir bekommen sie nicht. Es kommt alles heraus. Das Geld ist so weit bis in die Karibik gekommen. Wir anderen werden es nie wieder gut haben. So werden wir es nie wieder gut haben, wie wir es nie hatten. Es liegt an unserem Sicherheitsbedürfnis, dass wir Sicherheit nie bekommen werden. Gestalten wir unser Schicksal, aber es wird nicht unseres sein. Denn ins Haus des Glücks werden nur Glückliche eingeführt. Uns führt keiner rein und wären wir Hunde. Wären wir Anleihen, schon würden wir ausgeführt. Denn alle Optionen gehen an die Bank, das ist schon mal sicher, das war schon vorher sicher. Und jetzt sind sie das? Sind sie das? Sind sie sicher? Was haben sie da gekauft? Haben sie wirklich Sicherheit gekauft? Haben sie gesagt, dass sie Sicherheit wollen, als sie dies kauften, diesen Ramsch? Das hätten sie eigentlich sagen müssen, wir können das ja schließlich nicht erwarten, dass sie Sicherheit wollen. Sie wollen Sicherheit, alle wollen ab sofort Sicherheit. Doch jetzt sinken sie unter die Schwelle. Und das bedeutet Unsicherheit, Spekulation, Aktien, Krach oder Kracks. Denn die Bank, diese Hütte, die sie gastlich aufnahm und dann sofort verkaufte. Ja, verkaufte der Bank, geht es jetzt wieder gut. Danke. Sie hat lange gelitten, aber jetzt geht es ihr wieder gut. Danke für die Nachfrage. Dank Ihrer Nachfrage. Jawohl, die Bank verkauft. Was soll sie denn sonst machen? Und die Bank kauft zurück, weil es kein anderer tut. Und die Bank kauft sie und die Bank kauft sie aus und steuert sie aus und steuert sie wieder aus. Die Bank, die blinde Seherin. Aber sehen tut sie nur bis zur nächsten Bank. Ja, der Menschen Seherkunst ist altes Nichts und genau das bekommen sie jetzt auch. Hätten sie das Sehen geübt, sie wären Apoll geworden und hätten sich anbeten lassen können. So aber, was Sie sehen, ist das Nichts. Sie haben in dieser Bank dem Nichts ins Auge geschaut. Das Prophetische gehört halt zur Herrschaft dazu. Da kann man nichts machen. Die Leute mögen das Prophetische, dass dieser Kurs steigt und jener auch, dieser dort nicht und der dort schon gar nicht. Das ganze Gerase, das Dings, wie soll ich sagen, die Sinne, das gehört zur Herrschaft doch einfach dazu, finden Sie nicht? Schauen Sie mal. Das Wesen von Göttern beruht nur auf Gewalt. Während unser Geld still ruht und niemand was tut, ob der Gewalt Fremder preisgegeben ist. Sie nehmen unser Geld und produzieren daraus Verbrechen. Die Bank als dionysischer Kultbaum. Die Bank als Kirche, welche außer sich gerät. Eine Kirche der Leidenschaft, eine Kirche der Tollen. Ja, dort tollt das Geld herum und die Menschen schauen ihm freudig dabei zu. Menschen mit rotglühenden Backen. Gehen Sie nur rein. Dort werden sie gefickt, dort herrscht Einmütigkeit, dass man mehr will, als man hatte. Alle wollen dort mehr, als sie je hatten. Dort herrscht aber auch Kleinmütigkeit, ob man es bekommen wird. Denn wir wissen schon, Geld bringt Gewalt, weil es immer mehr werden will. Wir bringen jetzt mal alle zusammen ein kleines Menschenopfer. Dafür müssen wir nur noch einen Menschen finden und schon geht's los. Wir brauchen einen gewaltsamen Tod einzuspielen. Egal, wer stirbt, es muss sein. Und erst unser kleines Sparkonto. Ja, unser Konto können wir an unserer Stelle zum Opfer schicken. Von uns stehlen? Ja, warum nicht? Unsere Welt schützt sich vor Gewalt. Das ist ihr Prinzip. Nur die Gewalt des Bank-Dionysischen wird geschützt. Nein, der Dionysischen Bank, nein, des Herrn Dionysos, der immer mal wieder eigens zu unserer Hinrichtung in der Bank vorbeikommt. Diese Bank muss nicht herumrennen und fressen und töten und zerfetzen. Und die gehen hier rein und rennen und rasen, zerfetzen uns selbst.
Macht, die wir anerkennen müssen. Ohne die wir nichts sind. Wie sollten wir uns sonst vom anderen unterscheiden? Die von uns als Waffe Gebrauch machen. Ist das nicht noch mehr Gewalt? Dass wir nicht wären ohne ihn? Gleich wird dieser Bankpalast zertrümmert werden. Nein, doch nicht. Gleich wird er stürzen. Nein. Doch nicht. Schon ist das Geld aus dem Palast? Nein, doch nicht. Doch, es ist weg. Sie haben es mit Kohlen noch nennen. Ehren Sie bitte den Gott des Geldes. Ja, tun wir ja schon. Wir ehren ihn. Mehr ehren können wir ihn nicht. Denn wir haben nichts mehr. Aber was wir haben, geben wir, damit es mehr wird. Was es aber nie wird. Ein Prinzip des Opfers. Das Tier wird ja auch hingeschmissen und Hals durchgeschnitten. Und ausgeblutet. Ja, total ausgeblutet. Damit wir für sein Opfer mehr bekommen, als wir hatten. Das können wir auch an uns selbst ausprobieren. Wir müssen uns dafür allerdings selbst opfern. Diese Bank hat eine Säulenhalle aus Marmor. Sehen Sie, wie sie wankt und stürzt? Nein, sehe ich nicht. Da steht sie doch eh noch. Und keiner bohrt sie von unten her an mit einer U-Bahn. Wäre vielleicht die einzig anständige Tat. Aber keiner macht es. Zu viel Aufwand. Hören Sie drin die Siegesrufe über die schönen Bonuszahlungen? Also ich höre sie. Ich höre sie schon. Sehr richtig. Ich höre Schreie, weiß aber nicht, warum die jetzt so schreien. All diese Schläge von Zahlungen, die treffen uns unvorbereitet. Die haben wir nicht verdient. Kriegen wir aber trotzdem. Die kriegen wir ab. Sie fallen uns aufs Haupt. Au! Hören Sie drinnen die Siegesrufe? Nein, ich höre sie nicht. Diese Bank ist kaputt und wird nicht aufgefangen. Die dort ist auch kaputt, wird aber aufgefangen, wie ein Tropfen vom Gras. Nein, ich höre soeben, sie wird doch auch aufgefangen, ja, die von vorhin, aufgefangen, im letzten Moment. Ja, ja. Wir wollen doch unsere Bonuszahlungen nicht verlieren. Keine Bank, kein Bonus. Das verstehen Sie doch, oder? Keine Bank, kein Bonus, weder für Sie, noch für uns. Wenn Sie unsere Bank sterben lassen, ist das schlecht. Obwohl die Gemeinschaft diesen Mord will. Doch wenn sie stirbt, wer sollte uns dann den Bonus auszahlen? Seltsamer Opferungskult. Sterben, um noch mehr zu bekommen. Opfer werden hingeschmissen, damit endlich eine Ordnung entsteht. Für Ordnung wird also erstmal Chaos veranstaltet. Und all das nur für Sicherheit. Das ganze All nur für Sicherheit. Ausgerechnet von denen, die uns nur Unsicherheit bringen können. Das soll ein Opfer sein? Dafür haben Sie das alles dorthin gelegt. Für Sicherheiten, die es nicht gibt. Töten für Sicherheiten. Morden für etwas mehr Sicherheit. Straßenverkehrsregeln streichen für etwas mehr Sicherheit im Verkehr. Das ist absurd. Alle sterben lassen, das wäre die größte Sicherheit. Und das wird jetzt auch so gemacht. Weg die Bank. Sie sind drin. Wir sind draußen und opfern fleißig. Tod die Bank. Opfer die Bank. Opfern Sie für die Bank, solange es sie noch gibt. Sie haben nicht viel Zeit für Ihr Opfer. Opfern Sie jetzt. Sofort. Was schwimmt dein Aug in Tränen, Alte? Ach so, das habe ich ja schon gesagt, warum. Und Sie heulen immer noch. Obwohl ich es erklärt habe, heulen Sie immer noch. Rennen mit Transparenten im Kreis, rennen Ihrer Zusatzpension nach, die sowieso mehr gewesen wäre, als Ihnen zusteht. Zusatz ist Zusatz. Ein Geschenk. Eine Gabe, kein Anspruch. Aus! Weg! Schluss! Kaum ist diese Bank tot, sieht die Gemeinschaft, dass sie das auch wieder nicht gewollt hat. Blöde Gemeinschaft! Gemein zu sein reicht nicht. Das heißt, uns reicht es schon. Aber für sie reicht es nicht. Nicht ganz. Es reicht nie ganz. Das Opfer wird von genau den Händen zerrissen, die es einst fütterten. Es ist eine organisierte Hinrichtung. Die Öffentlichkeit ist zugelassen und wird wiederhergestellt. Die Öffentlichkeit war krank, aber jetzt ist sie wiederhergestellt. Diese Bank wird jetzt hingerichtet. Zuerst ist die Menge friedlich, dann nicht mehr. Das geht recht schnell. Wir erkennen die Beweggründe nicht, warum sich eine an sich friedliche Masse von Anlegern sich jetzt bewegt. Wir erkennen gar nichts, das ist nur Nebel. Wir kennen die Beweggründe nicht. Und müssen Sie auch nicht kennen. Auf irgendjemand wird sich diese Menge schon gestürzt. Wetten? Meistens ist es der Falsche. Der gewaltsame Tod Ihres Kapitals liefert der Menge ein Ventil. Doch sie beruhigt sich bald wieder und schon
legt sie erneut an. Man muss nur aufpassen, dass man nicht dazwischen steht, so, wenn die Menge wieder anlegt. Sie beruhigt sich wieder und legt erneut an. Mit großer, zumindest mit größerer Sicherheit diesmal. Hauptsache, sie legt an. Und Sie? Sind Sie ein zorniger Anleger? Warum haben Sie dann gerade hier angelegt? Adi? Alt und doof. Das sind die Worte, welche die Bank für Menschen wie Sie erfahren. Für die Opferlämmer. Na ja, Lämmer kann man wohl nicht mehr sagen. Aus Wohnstuben quellen sie hervor, in denen der Traum nach größeren Wohnungen steht. Sie kaufen ja alles! Sie kaufen uns ja alles ab! Wir machen Sie des Donnerkeils, oder wir packen an und brennen. Verbrennen Sie diesen Bankpalast. Eine dumme Bevorzug. Sie dürfen zuerst hinein zur Opferung, damit Sie sitzen können und sich selber beim Verbranntwerden zuschauen. Damit Sie gute Plätze bekommen, wenn Ihr Geld vor Ihren Augen verbrannt wird. Sie dürfen dann selber verbrannt werden. Nur Geduld! Es werden alle Lämmer geschoren. Ja, Sie kommen als Erste dran, und zwar mit Vorzug, mit dem Vorzug Ihrer ganz speziellen Vorzugsaktie, alt und dumm zu sein. Sie werden alle geschoben. Drängen Sie nicht. Drängen Sie voran uns nicht. Wir können nichts dafür, dass der Markt immer zu sich heimkehrt. Aber nichts zu verkaufen hat. Jedenfalls nicht Ihnen. Verkaufen sind ja Sie. So, und jetzt wollen Sie unseren Bankpalast verbrennen. Blut und abgeschorene Locken auf. Wir haben es ja selber geschoren, ihr Lamm. Wir werden doch wissen, wen wir geschoren haben. Jetzt, da es zu spät ist, kommen Sie daher. Wir haben Ihr Geld leider schon ganz woanders verbrannt und einen schönen Bonus dafür kassiert. Den hätten wir uns auch nicht nehmen lassen. Jetzt lenken wir von Ihrem Grab und von Ihrem Euro-Grab einmal ab. Legen dort einen Zweig von irgendwas nieder, aber uns selbst dazulegen, das können wir nicht. Wir müssen noch einnehmend sein. Hinter Ihnen kommen so viele andere. Zertifikate sind ein rechtsfreier Raum. Also bitte, nehmen Sie halt den Raum daneben, wo ich noch geht. Was? Sie haben kein Recht mehr? Sie haben nicht mehr Recht? Sie hatten es nie! In all den Jahren haben die das nicht kapiert, dass sie gar nicht in die Bank gegangen sind, sondern daneben gegangen sind, mit ihrem Geld, das auch daneben gegangen ist. Diese Bank war keine sichere Bank. Was haben Sie auch so ein Sicherheitsbedürfnis, dass Sie Ihr Geld ausgerechnet einer Bank anvertrauen? Was haben Sie Vertrauen? Das ist ganz unangebracht. So, auf einmal ist Sicherheit ein Thema. Von uns aus gern. Dann können wir Sie also noch einmal abzocken. Hätten wir gar nicht gedacht, dass das geht. Für die Sicherheit bezahlen Sie uns extra. Das können wir Ihnen versichern. Damit wir die Sicherheit haben, an Ihrem Sicherheitsbedürfnis auch einmal zu verdienen, dürfen Sie extra bezahlen. Diesmal zocken wir Ihr Sicherheitsbedürfnis auch noch ab. Sie haben uns ja erst auf die Idee gebracht. Sie merken, Sie kaufen etwas halbwegs Sicheres mit dem, was Ihnen noch geblieben ist. Dabei kaufen Sie das Risiko der Bank jetzt mit. Haben wir das nicht fein gemacht? Wir haben, als Sie kamen, uns zu verbrennen, in Wirklichkeit Sie verbrannt. Sie nehmen unser Sicherheitsbedürfnis und werden dafür neben Ihrem Geld verbrannt. Sie können es die ganze Zeit zählen, aber mehr wird es nicht. Es wird im Verbrennen immer weniger. Kommt ohne dies alles in eine Urne. Dort mischt es sich mit Ihnen. Es wird alles zu Staub.
gibt keinen Markt für das, was wir ihnen verkauft haben. Nur wir selbst sind der Markt. Wir geben und nehmen. Das versteht man unter einem Markt. Wir geben und wir nehmen. Was wir geben, bezahlen sie. Und für das, was wir nehmen, nehmen wir es wieder. Dieser Markt ist schief, aber noch steht er. Eine Baustation. Er sollte sich ansonsten stützen. Nur eine ihrer Werte, die Stellen unterschreitet, ist die Rendite schon mal. Sie können sie sich auf die Gleisstellen legen und wir bringen, wird es ihnen nicht. AD, alt und dumm, das ist unsere bevorzugte Zielgruppe. So viele Eisenbahnen können wir gar nicht bauen, dass sie ausreichen, ein Körper auf Erden und Festigkeit zu entschieden. Der Körper leuchtet uns so. Viele Kilometer Eisenbahn können wir gar nicht sehen, dass wir nicht mehr Eisenbahn sind, die wir opfern können, wenn wir Opfer können gar nicht schnell genug herbeieilen, um sich zu bringen, auf den Schienen der Egal, das Kind zu erschlagen, das war nötig. War das denn unbedingt nötig? Ja, es war
sein, aber hier nicht dazu. Die Eltern beide zu massakrieren, das war nötig unbedingt. Die Mutter röchelt auch, röchelt so weit, als wären ihr in ihrem Himmel die Felle weggeschwommen. Den Schwiegervater schlafen vom Fernseher, den Schwiegervater vom Fernseher mit der Axt niedergeweckt. Genug! Sie sind doch kein gewöhnlicher Mörder. Sie sind doch kein Mörder. Genug! Na genug, der war eh der Letzte, der Schwiegervater. Selbst schon recht niedergeschlagen wegen Alters und Krankheit. Eine Arbeit eines Ärmels für dich, da kann man nicht sterben. Es geschah nicht aus niedrigen Bewegungen, wie Hass, Eifersucht oder Habgier. Es geschah. Das möchten wir gerne wissen. Warum verdarben Sie Ihren Leib nicht in den Flammen? Das möchten wir gerne wissen. Es hat keinen Sinn, jetzt noch etwas zu beginnen, dass Sie ja alles schon beendet haben. Das hat keinen Sinn. Nein, Ihren Leib können Sie auch nicht entfliehen. Nicht auf Schwingen und nicht in der Erde Nacht. Die Nacht kommt von selber, da können Sie gar nichts tun. Da können Sie gar nichts dagegen tun. Da können Sie gar nichts tun. Wir haben nichts dagegen, dass Sie gar nichts tun. Sie haben ja alles, was möglich war, schon getan. Und es bedecken die Leichen ihrer Lieben jetzt den Grund, der ihnen nicht mehr gehört. Das Häuschen halb fertig wird versteigert. Die Eigentumswohnung verkauft. Es ist ja keiner mehr da, drin zu wohnen. Steigen Sie jetzt von Ihrem hohen Ross. Sie müssen nicht länger mehr oben bleiben. Es ist genug. Schalten Sie ab. Sie wissen nicht, wohin. Na, gehen Sie halt in der Erde Schoß, aus der Sie kamen. Oberhalb der Erde gehört alles uns, aber was unter der Erde, das können Sie unseretwegen haben. Das können Sie nehmen, außer Sie finden Gold oder Gas oder Öl. Dort können Sie dann hin und es sich holen, außer Sie finden etwas. Dort stürzt keiner. Dort stürzt sie nicht der Boden schätzen.
Wenn sie aber unten sein sollten, die Schätze, Öl, Gas, Strom, Licht, Atom, Blumenkröte, Wasserspülung, dann gehört ihnen auch die Erde unter unserem Boden nicht mehr. Dann gehört ihnen nicht das Schwarze unter dem Nagel mehr. Dann gehört ihnen nichts. 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 Gar nichts. Nichts.